sind immer Orte der Religion. Das sind einfach an sich besondere Orte, wo der Mensch zur Ruhe kommt, wo der Mensch mit sich, mit der Seele, mit Gott im Einklang ist. Sie rufen einfach diese Stimmung hervor, die wir Religion nennen. Und dieses Empfinden, da gibt es noch mehr als das Profane. Es ist eben das Sakrale und die Bauten drücken das einfach aus. Und das Besondere und Schöne, finde ich auch an dieser Kirche, ist, dass das eine Hallenkirche ist. Also man kommt in einen gewaltigen Raum und das beeindruckt auch die Menschen, die hier, ich beobachte das immer, die hier in die Kirche hineinkommen. Oh, also diese Raumwirkung, weil das ein großer Raum ist, der einfach durch die Höhe, durch die Größe beeindruckt. Wie auf jeder Baustelle, dass halt die Sorgfalt in erster Linie da ist, dass die Objekte, die dort noch rumstehen könnten, abgedeckt werden und geschützt werden vor äußerlichen Einflüssen. 2015 feiert unsere Firma jetzt das 25-jährige Jubiläum. Wir sind eigentlich eine Baufirma, die rund ums Haus eigentlich alles macht. Wir haben Trockenbauer, Fliesenleger, Estrichleger, Putzer, Maurer natürlich. Zuverlässig und sehr flexibel, da wir keine Subunternehmer beschäftigen an sich. In Krankenhäusern in Berlin sind wir viel unterwegs, machen Abrissarbeiten, Friedhofsbereichen, Kapellen gemacht. Wir stellen Einfamilienhäuser her, machen auch viel wie hier in diesem Objekt Sanierungsarbeiten. Also die Atmosphäre ist halt hier berauschend an sich und dahingehend war es mal eine schöne andere Erfahrung, so ein Riesenobjekt zu stemmen. Ausschlaggebend für uns war unter anderem auch, dass Firma Lüttke vor kurzem ein Referenzprojekt in Potsdam mit 1000 Quadratmeter fertiggestellt hat. Das war hier sehr wichtig, dass es eine Firma ist, die kompetent in der Größe auch arbeiten kann. Und wir waren sehr zufrieden mit den Mitarbeitern, die das auch sehr gut koordiniert vor Ort, mit sehr viel Liebe, muss man auch sagen, gemacht haben. An sich immer eine saubere Leistung abliefern, die Baustellen sauber und ordentlich sind. Es ist durch den Gebrauch von Kerzen oder Warmluftheizung, wird einfach die Oberflächen werden grau oder verschmutzt. Die Elektrik war komplett veraltet, musste neu gemacht werden, es wurde ein neues Lichtkonzept erstellt. Risse, Putzoberflächen, wurde alles erneuert. Die Herausforderung war natürlich, wie kommt man oben an die Decke? Wir mussten das ganze Gebäude komplett einrüsten. Allein das hat 4 Wochen gedauert. Dann die Fenster wurden neu bearbeitet, Klinker wurde ausgetauscht, Fugen verbessert. Schäden insbesondere wurden festgestellt in der Bodenplatte, den Boden, den wir auch erneuert haben, dass in vereinzelten Teilen der Boden weggesackt ist und Risse aufgewiesen hat. Dahingehend, dass der Untergrund nur auf einer Kiesschicht hergestellt wurde. Also die Bodenplatte an sich einfach viel zu dünn und der Beton schon über die Jahrzehnte oder fast schon Jahrhunderte marode ist. Und dahingehend musste der Boden jetzt komplett saniert und erneuert werden. Also der Boden wäre immer weiter abgesackt. Mit Sicherheit immer mehr Stolperfallen aufgetaucht. Wir hatten viele Unebenheiten in Form von Tal- und Hügellandschaft des Fußbodens, des Rohfußbodens, der dort war, den wir teilweise, wie gesagt, nochmal rausstemmen mussten und erneuern mussten mit einer Betonbodenplatte und nochmal die gesamte Fläche fast mit Ausgleich nivellieren mussten. Sakralbau an sich ist natürlich ein einmaliges Projekt, unterscheidet sich ganz klar von gewöhnlichen Bauaufgaben. Wir haben Abstimmung mit dem Denkmalschutz in Bezug auf den Boden, kleine Keramikfliese verwendet wurden. Wir haben versucht, mit dem neuen Natursteinboden diese Musterung und den Farbton anzugleichen. Wir wollen das in der Kontinuität und Tradition von dem Gebäude und von den Architekten und der Ursprungsidee weiterführen. Wir gehen doch schon auf unsere Kunden sehr sorgsam ein, behandeln die vernünftig, sprechen mit denen. Also gut gefallen an Firma Lüttke hat uns, dass sie sehr gut koordiniert sind. Der Bauablauf hat gut funktioniert mit fachlich erfahrenen Mitarbeitern und haben eine Größe von über 700 Quadratmeter in 4 Wochen verlegt. Also, dass sie heller ist durch das Licht, das spielt alles mit hinein. Der neue Boden, es ist das Gesamtkunstwerk, sage ich mal, das Gesamtprojekt. Es ist einfach, es macht Freude, in diese Kirche zu gehen. Es sind viele Kleinigkeiten, die aber in dem Gesamteindruck wirklich genial sind.